Für die FDP-Fraktion erhält nun das Wort der Kollege Dr. Werner Heuer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Bundesregierung auf Verlängerung des ISAF-Mandates liegt nun etwa 4 Stunden vor. Noch heute, nach dieser Plenardebatte und der anschließenden Debatte über die Finanzsituation, werden die mitberatenden Ausschüsse die Beratung beginnen. Und noch heute Abend wird der Auswärtige Ausschuss handeln und in der nächsten Woche entscheiden. Das ist ein ganz schön sportlicher Ansatz, meine Damen und Herren. Und ich frage mich eigentlich, wenn AWACS doch nicht in diesen Antrag hineingerührt worden ist, warum man dann nicht bitte dem Parlament diesen Antrag etwas vorher hätte vorlegen können. Aber damit ist zumindest mal klar, worüber wir heute nicht reden. Wir reden hier nicht über AWACS. Und da wird ja vielleicht manch einem dann auch die Entscheidung etwas leichter machen, zuzustimmen. Wir reden auch nicht heute über OIF, der auf KSK Bezug genommen hat, denn meint er das ja wohl im Hinblick auf KSK bei OIF und nicht kategorisch auch für KSK bei ISAF. Das müsste zumindest noch mal geklärt werden, denn selbstverständlich gibt es im Rahmen von ISAF auch Notwendigkeiten besonderen Schutzes und dann ist KSK nach meiner Auffassung das Mittel der Wahl. Aber, meine Damen und Herren, wir reden über einen wichtiges Mandat, im Grunde eine Fortschreibung dessen, was wir haben. Wir tragen als Freie Demokraten auch die Erweiterung um 1.000 Soldatinnen und Soldaten mit. Die Begründung ist schlüssig, aber, meine Damen und Herren, wir haben doch einige kritische Anmerkungen zu machen. Das tue ich aber nicht, ohne vorher auch namens der Freie allen, die sich in Afghanistan bemühen und für uns eine ganz wichtige Aufgabe leisten. Das gilt insbesondere, und darüber reden wir ja heute, für die Angehörigen unserer Streitkräfte, die dort eine hervorragende Arbeit leisten. Das ist völlig ungetrübt von der Tatsache, dass wir auch kritische Anmerkungen machen. Meine Damen und Herren, warum sind wir eigentlich in Afghanistan mit Soldaten, mit Aufbauhelfern, mit Polizisten und anderen? Wir sind dort nicht, um anderen, auch anderen im Bündnis, einen Gefallen zu tun. Wir sind dort auch nicht nur aus Solidarität mit den Afghanen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht das Entscheidende. Wir sind in Afghanistan um unsere eigenen Interessen willen, um unsere eigenen Sicherheit willen. Das müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern noch immer wieder deutlich machen, denn wir wissen doch, warum wir dahin gegangen sind. Wir wissen doch auch, was passieren würde, wenn wir Hals über Kopf gehen würden. Wir würden den Raum wieder öffnen. Nicht nur das eigene Land terrorisieren, sondern müssen wir hier weitermachen, meine Damen und Herren. Sicherlich nicht im Sinne eines Weiter-so. Und hier sind schon einige wichtige Anmerkungen gemacht worden. Ich verhehle, Herr Minister, keineswegs die Erfolge, die erzielt worden sind. Aber ich sehe natürlich auch die Schwachstellen. Meine Damen und Herren, wir haben im Bereich der Polizeiarbeit eine Führungsrolle übernommen als Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Kapitel, finde ich, ist für Deutschland ein ziemlich dunkles Kapitel. Denn was dort die Polizeibeamten vor Ort, die eine super Arbeit leisten, sondern von der Bundesregierung, das kommt einem politischen Offenbarungseid schon ziemlich nahe. Da hat die Bundesregierung uns übrigens auch einen Schlingerkurs vorgeführt, den ich beachtlich finde. Noch 2004 hat die Bundesregierung voller Stolz gesagt, sie sei, wie es hieß, am Aufbau eines multiethnischen Polizeidienstes landesweit und auf allen Ebenen beteiligt. Heute wird so getan, als hätten wir nie etwas anderes im Kopf gehabt als eine Beratung des afghanischen Innenministeriums. Meine Damen und Herren, dieser Schlingerkurs rächt sich. Und ich denke, wir werden darüber nachdenken müssen, erstens, ob wir es bei unserem Beitrag zu der europäischen Polizeitruppe belassen können oder ob wir nicht auf den händeringenden Wunsch unserer amerikanischen Freunde eingehen sollten, auch bilateral mit ihnen gemeinsam etwas zu machen, denn dort wird die große Masse des Polizeiaufbaus geleistet. Und meine Damen und darüber hinaus die Frage stellen, ob wir nicht im Hinblick auf unsere Verantwortung für die Entsendung von Polizeibeamten uns in eine vergleichbare Situation begeben müssen, wie bei der Entsendung von Soldatinnen und Soldaten. Es darf doch nicht der Eindruck entstehen, als würde das Parlament die Verantwortung gegenüber den zu entsendenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geringer einschätzen als die Verantwortung, die wir qua Parlamentsbeschluss für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr übernehmen. Ich bin der Auffassung, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht im Hinblick auf die Bundespolizei hier eine neue Rechtsgrundlage schaffen. Dann hört auch das ständige Gezeter mit den Ländern auf. Letzte Bemerkung in meinem sehr kurzen Beitrag. Meine
November eine neue Weichenstellung der amerikanischen Politik übernehmen und es wird oder erleben, es wird keineswegs egal sein, wer dort das Amt des Präsidenten übernimmt. In jedem Fall gehe ich aber davon aus, dass die Bereitschaft zur Kooperation mit den Nachbarländern von Afghanistan zunehmen wird. Und das halte ich für außerordentlich wichtig. Wir sehen doch am Beispiel Pakistan, der Minister hat es gesagt, ohne die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken mit den Nachbarn Afghanistans wird es nicht funktionieren. Wir haben den dringenden Ruf des Iran, wenn der denn in der Lage wäre, mal mit den Amerikanern direkt zu reden, zusammenzuarbeiten. Wir haben das Angebot der Shanghai-Kooperation. Wir wissen, dass es ohne Russland und China nicht funktioniert. Und ich meine, die Bundesregierung sollte im Bündnis ihren Beitrag dazu leisten, dass dieser internationalere Ansatz, als wir ihn bisher haben, in Afghanistan und für Afghanistan tatsächlich Wirklichkeit wird. Vielen Dank.